Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Sword Art Online. So, wir machen uns jetzt auf den Weg ins andere Gebiet. Ja, ihr habt schon gemerkt, es hat wieder aufgehört zu regnen. Also, kein Plan. Aber naja, was soll's. Ein bisschen kämpfen. Okay, war nicht schlecht. Ich habe neue Skills, also wundert euch nicht. Ich krieg einfach viel zu wenig EP dafür. So dass sich der ganze Shit nicht mal lohnt. Aber bis jetzt habe ich noch keinen Soundtrack gehört, der mir richtig gefallen hat. Bei Ding, bei Lost Song gab es ja den in der ersten Welt. Wie ging der nochmal? Das. Das war richtig geil. Ich habe leider vergessen, wie der Soundtrack hieß. Aber ich habe ihn auf jeden Fall in meiner Playlist. Ich bin schon froh, dass ich endlich mal wieder ein bisschen spielen darf. Weil, wie gesagt, im letzten Part, was war's? Das Skelett, glaube ich, gell? Mehr nicht. Ein Gegner. Der Rest war alles bla 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 bla. Und ich hoffe, das reduziert sich jetzt. Ein bisschen. Ich habe genug von bla bla bla. Okay. Neues Gebiet. Stichalessee. Da ist ja auch gleich der Teleporter, den wir frei einschalten können. Nein, 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 nein. Nicht in die Stadt. Ich will weitermachen. Okay, welches Level seid ihr? Komm, Level 7, 8 so. Level 3? Ja, echt jetzt. Wieso ist der Level. Wieso sind die jetzt Level 3? Egal. Aufpassen, wie viel EP die geben. Das ist das Wichtige. Drauf geschissen, was für ein Level die sind. Acht! Echt jetzt? Ah, so kann ich die Kombo mittendrin abbrechen. Okay, aber von denen kriegt man schon mehr EP. Aua. Das tat weh, Digga. Ah, ich vergesse jedes Mal, ich drück's immer viel zu spät. Menno. Egal. Der will hier Abwehr machen, hä? Aber das kannst du vergessen. Naja. Da hinten geht's weiter. Level 3. Level 6. Ich glaube, von denen habe ich echt sehr viel gut EP gekriegt. Oh ja, richtig schön. Ja, auf jeden Fall besser als wie von den anderen, aber natürlich. Bla bla bla, oder darf ich reden? Ah, ich darf lesen. Diese Burg ist gigantisch. Castlevania. Schloss Dracula. Vielleicht sollte ich mein Glück dort drüben versuchen. Okay, das heißt, hier geht's weiter. Wächter der zerbrochene Passe. Okay. Was haben wir auf der Seite? Level 9. Grüne Schildkröte. Ja.
Mal gucken, wie viel der gibt. Wow! Echt nicht schlecht. Und Level up. Ja man, Level 8. Also, die Viecher haben jetzt echt nicht schlecht EP gegeben. Aber ich will jetzt weiter. Mal gucken, was erwartet uns Bosskampf? Ihr habt ja alle die gleiche... Spiel... Echt, die heißen echt so dumm. Spiel A, was soll ich nur tun? Ist die Straße gesperrt? Ja, dieser elende Golem ist im Weg. Niemand kommt daran vorbei. Es bringt nichts zu versuchen, ihn aus dem Weg zu räumen. Man bräuchte bestimmt eine spezielle Waffe, um ihn zu zerstören. Man kommt also ohne diesen speziellen Gegenstand nicht weiter. Wie? Nun ja, hab schon Merkwürdiges gehört. Okay, schauen wir uns mal um. Finde raus, wie du den Golem aus dem Weg räumen kannst. Und schon hat sich das Blatt gewendet. Zeigt mir aber nirgends jetzt irgendwie. Ich gehe jetzt einfach mal den Weg. Level 4 oder 10? 4. Sowas kämpfe ich schon gar nicht mehr. Gibt ja kaum EP sowas. Deswegen laufen wir eher hier herum. Okay, die sind Level 7 und 8. Was haben wir hier drin? Lilons Kettenpanzer. Gleich mal ausrüsten. Ich hoffe, der ist besser. Wisst ihr was, dann behalte ich an. Sieht nämlich gut aus. So, der erste Gegner ist weg. Der zweite auch. Und nochmal gehen wir noch zum letzten und dann haben wir's. Geschafft. Wissen erlangt. Dann haben wir schon mal eine Quest wieder geschafft. Oh, die kämpfen ja. Romeo. Romeo, wo ist Julia? Ne, ohne Spaß, ist hier wirklich eine Julia noch? Nein, okay. Heißt nicht Julia. Hab jetzt erst gedacht, das wäre Julia, aber nein. Okay, wieder kein Item, was ich bräuchte. Da würde es weitergehen. Das war zwar nicht Plan, hier jetzt zu kämpfen, aber was soll's. Na, das Schwein kommt uns nicht mehr hinterher. Hier. Oh, der hat Level 9 sogar. Hab ich jetzt echt noch betäuben können, die Drecksau. Machen kaputt. Los, Leute. Haut doch drauf. Was ist denn los mit euch?
Da ist die Truhe. Vieres Anhänger. Okay. Pusht mich sowieso in allem, weil ich nichts habe bis jetzt da, also... geht doch. Oh, das leuchtet aber ganz schön. Na, ist auch nur ein Bestienknochenfragment. Die Frage ist jetzt, wohin? Der Golem lasst uns nicht vorbei. Wir können entweder links oder nach rechts. Ich gehe jetzt mal da nach rechts. Oh, das sind ja... Die haben ja Pilze, glaube ich, auf dem Kopf, kann das sein? Okay, welches Level seid ihr? Level 6. Machen wir mal einen Probekampf. Okay, ich habe jetzt leider nicht beobachten können, wie viel EP wir bekommen haben. Deswegen... 826 haben wir. Ha. Wenig. Zu wenig, dass es sich lohnt, gegen die zu kämpfen. Also so mindestens jetzt lohnt es sich nicht im, im Let's Play. Mhm. Sieht auf jeden Fall nach einer schönen Gegend aus. Immer nur Bestienzahn. Ich bekomme die ganze Zeit die gleichen Items. Oh, Dinosaurier. Oder Echsen. Keine Ahnung. Was ist das? Echsen, ja. Machen wir gleich mal einen Kampf. Krieg ich leider auch nicht gerade 4 EP. 30. Wobei das geht mindestens wiederum, finde ich. Das geht ja auch noch. Aber das braucht halt zu lange für einen Gegner, dafür, dass ich zu wenig kriege. Ich gehe zu diesem grünen Punkt, guck, was da ist, und dann versuche ich mal eins weiter zu gehen. Oh, Level 9, der ist auch größer. Das ging ziemlich easy. Meiner Meinung nach wahrscheinlich sogar ein bisschen zu easy. Mit dem Bestienzahn. Duke. Okay, mehr sehe ich hier jetzt nicht. Nur lauter weitere Echsen. Also versuche ich jetzt einfach mal da weiterzugehen. Und hoffe, dass ich da vielleicht das Ausrufezeichen gleich finde. Wenn es überhaupt eins gibt. Es kann ja auch sein, dass ich jetzt übelst viel rumlatsche, ohne... Wie werden wir bloß diesen Golem los? Selbst wenn es ein spezieller Gegenstand nötig ist, wusste ich gar nicht, wo ich danach suchen soll. Es könnte etwas sein, das Monster fallen lassen, wenn man sie besiegt hat. Auf alle Fälle solltet ihr noch etwas suchen, das etwas mit den Golems zu tun hat. Naja, ganz falsch kann es ja jetzt nicht sein, der Weg, oder? Okay, das ist eine Sackgasse. Schon mal schön.
Eine Sackgasse ist schon mal schlimm. Das heißt, ich kann dich noch im Weg haben. Blutmilde. Oh, okay, denen mache ich recht Schaden. Oh, und die geben echt gut EP. Also mindestens der Große. Und dafür, dass ich die ganz schnell kille. Ah, nicht schlecht. Nicht schlecht. Das gefällt mir. Okay, hier haben wir stürmische Wespen mit Level 10. Große Batscherei. Ah, das war noch nicht der letzte. Die Wespe ist jetzt down. Jetzt kommt noch die Wespe. Und dann haben wir's. Komm, haut drauf, Asna. Brave Asna. Gabentrank. Ah. Nix, was wir wollen. Oh, kann man gegen den Baum kämpfen? Baumfresser. Ah, da haben wir ihn. Oh, Level 13 sogar. Das sind eh nur zwei. Und Wissen erlangt. Erfolg. Oh, die sind auch schon rot. Heißt eigentlich aber nur, dass die gut EP geben werden. Wir kämpfen mal. Weich doch aus! Au. Aua. Drei von uns sind betäubt und die andere guckt nur dumm zu. Ah, ich muss abhauen. Okay. Der hat ja schon mal gar nicht so schlecht EP gegeben. Okay. Haut alle drauf, Leute. Wow, what the fuck, sind die Level hochgekommen? Jetzt erst? Nee. Verwittender Fels, okay. Pflanzenast. Ja, da war die rote Kiste, die haben wir ja schon. Ich finde gut, dass die aber alle so rot sind. Visier doch nicht den jetzt an, mach doch den hier jetzt erstmal kaputt. Na, aber wir kommen mindestens gleich wieder Level, wo es aussieht. Ich liebe es, dass ich, wenn ich springen kann, attackieren. Ich mag das voll. Todesfledermaus. Ich töte dich. Ich gehe mal jetzt da, wo nochmal diese Schwerter sind. Da muss ja wieder irgend so eine Quest sein wahrscheinlich. So ein Event halt. Waldpilz. Verlorener Gehirn-Golem. Okay, gibt's nur den als Gegner? Passt.
Ach, scheiß drauf, jetzt hau einfach drauf, Mann. Der kann nämlich echt einiges aushalten. Ist echt krass. Ah, shit. Ich will ihn doch nur töten. Der haltet so viel aus, das ist der Marsch, der Tank, Alter. Das reicht immer noch nicht. Oh, Leute. Jetzt aber komm. Haut mal alle drauf. Das muss doch langsam reichen. Immer noch nicht. Echt jetzt, da kommen wir mit noch ein Leben. Aber jetzt wird richtig reingeschissen. Und jetzt ist der Multiplikator runtergegangen. Och, leck mich. Dabei war es gerade so knapp. Bei 3. Oh, aber jetzt rauchen wir. Jetzt rotzen wir rein. Jetzt rotzen wir rein. Jetzt rotzen wir schon noch schnell rein. Kommt, Leute. Unsere Chance jetzt. Gib ihm. Gib ihm, Leute. Gib ihm. Geschafft. Wissen erlangt. Erfolg. Ich glaube, das ist das Item, was ich gesucht habe. Oh, ich habe etwas. Mal sehen, es wird als Herz eines Riesens bezeichnet. Da ich das von einem Golem bekommen habe, ist es vielleicht das, wonach ich gesucht habe. In Ordnung, zurück zu dieser Golemstraße und Sperre. Okay. Dann gehen wir jetzt mal zurück. Verwirrender Fels. Die mache ich jetzt noch schnell hey, weil ich komme jetzt vielleicht wieder ein Level ab. Geht doch. Level 9. Jetzt brauche ich 2900, um ein Level abzumachen. Oh, da ist noch eine Truhe, die habe ich gar nicht gesehen. Dragoner Kettenpanzer. Sieht besser aus. Und es ist in keinster Weise anders von der Statistik her. Deswegen würde ich mal sagen, wir lassen den, hä? Wenn er mir besser gefällt und gleich auf ist, dann nimmt man halt das, was man besser gefällt. Kommt ja auch ab und zu ein bisschen aufs Äußerste. Oh, auch Nachricht legt mich am Arsch. Keine Zeit für sowas. Das ist wie mein Handy, das vibriert auch die ganze Zeit, aber juckt mich nicht, ich bin mal am Aufnehmen. Die wissen ganz genau, wenn ich aufnehme, könnt ihr mich alle mal schlecken. Natürlich auch so meine Zuschauer. Aber die kriegen das ja nicht live mit. Sondern erst im Nachhinein. Also ihr seht das ja erst später. Aber das war erst ein Livestream, hä? Aber Livestreams... Da werde ich... Da kann ich gestört werden. Weil... Da kommt öfters mal so ein Punkt, wo ich nichts zu tun habe, weil andere Leute zocken. Und dann gehe ich immer kurz noch an mein Handy ran. Jetzt bin ich mal gespannt, was mich da so erwartet. Vielleicht noch ein Bosskampf? Wobei, der war jetzt echt nicht schlecht, hat echt einiges ausgehalten.
Sinon ist schon Level 9. Asna. Asna und Lieferfeen aber noch. Musste der mich jetzt anlabern? Ja, okay, dafür sind die beiden Level aufgestiegen, von daher. Okay, jetzt leuchtet es auch wieder. Also ist wieder ein Ausrufezeichen drauf. Scheint mal ein gutes Zeichen zu sein. Es sieht aber schon schön aus, das Spiel. Also ich meine mindestens die Atmosphäre. So, außenrum. Das Spieldesign an sich, naja. Nicht gerade PS4 würdig, finde ich. Aber ist okay. Grafik ist nicht alles. Mir macht das Spiel mindestens Spaß. Das ist das Wichtigste, gell? Square Enix. Könnt euch manchmal eine Scheibe davon abschneiden, ey. Nicht, dass ein Square Enix nur scheiß Spiele machen, aber ich erwarte viel von Final Fantasy 15. Das hat hohe Erwartungen und wie ich werde enttäuscht. Wenn ich nochmal so eine Kacke wie Final Fantasy 13 bekomme, oder 12, das war nämlich noch schlimmer, dann ja. Dann kennt ihr mich mal. Aber bis jetzt ist World of Final Fantasy schon so geil, deswegen kann ich nicht mal viel sagen. Hab das Herz eines Riesens beim kaputten Golem verwendet. Das heißt, wir kämpfen jetzt gegen den wahrscheinlich. Ist so eine Einschätzung, dass wir gegen den wahrscheinlich kämpfen werden. Wahrscheinlich mit der anderen Truppe, die dabei ist. Also ziemlich episch sieht er nicht aus. Wir müssen uns wohl einen Weg freikämpfen. Wieso, ihr seid hier draußen. Ihr seid doch hier draußen. Wenn der eigentlich hierher latschen muss, dann kann ich doch einfach außen rumgehen, oder? Im Normalfall. Und wo ist jetzt eigentlich das andere Team? Pussis. Echt jetzt, richtige Pussys sind es. Richtige Pussys, aber der ist gar nicht so schlimm wie der andere, fällt mir gerade auf. Meint nicht zumindest. Attacke! Attacke! Okay, aber der ist auch ein niedrigeres Level als der andere. Fällt doch gerade auf. Bei 300 sind wir jetzt. Jetzt ist er gleich down. Ach, stimmt, zweite Lebensleiste. Ah, ich wurde betäubt. Shit. Ja, da hatten wir gerade mal drei. Das ist doch kacke. Du Arsch. Komm, mach einen Abgang, du blöder Golem. Jetzt aber, haut rein, Leute. Haut rein. Haut richtig auf die Scheiße. Das ist hier richtig Durchfall aus ihm machen können.